Sag mal, tickt ihr alle noch sauber? Ich spreng jetzt auch was bei Trimax. Fertig. Weg. Au! Aua! Ah! Halt's Maul, Kevin! Ich werde jetzt dieses riesige Bauprojekt planen, Max, und ich werde dich hochnehmen damit. Hörst du? Ja! Craft zu dem Attack. Let's go. Wenn ihr das öfter sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Also. Digga, was soll das? 10-7. Hallo? Hallo? Moin! Moin! Digga, tickt's noch sauber? Was ist denn jetzt? Wie, was ist jetzt? Bist du dumm, Max? Ich jetzt? Ja, ob du dumm bist. Was hab ich denn jetzt gemacht? Hey, du hast meine Mauer abgefackelt. Abgefackelt? Ja, ich hab den Clip gesehen. Soweit ich weiß. Ja, gesprengt. Wie gesprengt? Meinst du hier bei mir an der Seite das? Ja, hast du! Erstmal das! Das ist der Eingang von G. Hä? Der Eingang ist hier vorne das Tor! What the f? Und was ist dieses Betonding hier über mir drüber? Willst du mich verarschen, Kevin? Ich hab gedacht, du hast deswegen das Loch extra in die Mauer gemacht, damit ich die Pipeline. Hä? Das hat Trimax gemacht, das Loch, Alter! Das hat Trimax gelocht und ich komm grad in mein Haus rein. Ich komme in mein Haus rein, Alter! Und Patrick will unten bei mir noch einen Wizard spawnen. Sag mal, tickt ihr alle noch sauber? Wieso baust du jetzt hier so ein Ding? Ja, ist doch. Hä? Haben wir doch Pipeline. Wir haben nichts abgeklärt, gar nichts. Wir wollen doch die Reisfelder hinten bauen, oder nicht? Ja, Bro, aber das ist doch totaler Schwachsinn hier. Nein, nein, die brauchen ganz viel Wasserreisfelder. Ich bin Koch, ich kenne mich damit aus. Was ist das, Digga? Du hast hier eine Kanalisation gebaut. Willst du mich verarschen? Ja, nein, da, pass auf, warte. Du. Bro, hier spawnen sogar Mobs drin. Bist du dumm? Ja, das ist ja noch nicht fertig. Das ist ja noch nicht angeschlossen. Guck mal, Revi, du musst erstmal den ganzen Plan hören. Dann wirst du das verstehen. Nee, ich will es gar nicht verstehen. Hier hinten an der Bucht, da kommt ein riesengroßes Wasserklärwerk hin. Das wollen Rumatra, Max und ich bauen. Und da kommt die Pipeline dran. Ey, was soll denn das, Jungs? Das ist doch nur wieder. Ey, das ist doch nur wieder, um mich zu triggern, Mann. Guck mal. Max, warum? Warum? Was ist denn mit mir? Was ist mit mir? Hä? Digga, die Leute sagen, alles war deine Idee hier. Nein. Idee war es nicht. Nein, die Pipeline. Die Pipeline ist meine Idee. Die soll nicht geklaut werden. Ich soll ein Loch in die Wand machen zwischen dir und. Bro, warum sprengst du einfach meine Mauer? Und Spark ist wieder einfach dabei und sagt nichts? Pass auf, ich warte auf meinen Einsatz. Das ist das Einzige. Ich habe mit G-Time geredet und G-Time meint, ihr habt das abgesprochen, ja. Mm-mm. Und wenn du dich davon gestört fühlst, dann bau das einfach wieder ab. Du hast gelogen, Kevin. Nee, ich habe nicht gelogen. Wir haben doch hier die Reisfelder abgeklärt. Ja, Bro, aber nicht eine riesige Ölpipeline durch mein Haus. Bist du dumm? Ja, nee, die transportiert ja kein Öl. Wasser für die Felder. Kevin, ich schwöre, das ist einfach. Digga, ich komme wieder. Ich muss mich legit mit 3 Leuten rumschlagen, die bei mir gebaut haben. Reis im Garten anbauen. Digga, du hast einfach. Hier steht, der muss mit Süßwasser gegossen werden. Du hast einfach über mein Grundstück was gebaut. Spark, wie kannst du denn denken, dass das abgesprochen ist? Ich hab's doch gar nicht gesehen, tatsächlich. Ganz einfach, wenn ihr mir das so sagt. Und ich habe auch das Gefühl, dass ihr mehr oder weniger wieder euren Film schiebt. Und dann lasse ich. Ich lehne mich gerade zurück und genieße einfach nur. Ich genieße einfach. Er macht die Führung nicht mehr. Ja, aber Bro, das muss doch nicht von meinem Grund über mein Grundstück laufen. Das steht im Internet. Steht auch, dass über Revis Grundstück laufen muss? Ja, aber irgendwie muss das Wasser ja da hinkommen. Mann, Alter, Kevin, hier sind riesige Flüsse. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist Minecraft. Du musst nicht mal Wasser haben. Du kannst unendliche Wasserquelle bauen. Revi hat Husten. Ey, Digga, ich schwöre. Hey. Halt's Maul, Max. Ey, also guck mal, ich komm wieder. Trimax sprengt meine Mauer. Die hab ich schon vor Tagen gesprengt. Aus welchem Grund denn? Aus welchem Grund? Okay, also sagen wir mal so, du sagst, er braucht, muss darüber. Hey, das mal, also, Digga, der ist ja nicht mehr durch das Loch gegangen. Also willst du die Pipeline hier nicht haben? Nein, natürlich nicht. Ich will die aber auch nirgendwo anders rum. Dann wieder ab, wie er mir versprochen hat, dann baut er sie wieder ab. Ja, dann baue ich die jetzt wieder ab, wenn die dich stört, Revi. Aber du baust die auch nicht drumherum irgendwo. Nee, die baue ich dann unter der Erde entlang. Aber darfst du nicht, das ist auch mein Grundstück. Du darfst nicht unter der Erde lang gehen. Das ist auch mein Grundstück. Ja, dann kann ich keine Reisfelder bei dir da hinten anbauen. Dann muss ich dort von Anfang an meinen Bauernhof so bauen, wie ich das ja geplant habe ursprünglich. Wie sieht das dann aus? Der wird mechanisch werden. Ach Mann, Alter, guck mal, Digga, Spark, ich wohne hier mitten in einem Industriegebiet, Mann. Das ist doch nicht fair. Ich spreng jetzt auch was bei Trimax. Fertig. Ich spreng jetzt hier oben deinen komischen Honigball, Max. Ist mir egal. Der ist viel zu wertvoll. Das ist völlig aus dem Verhältnis. Hab's gemacht. Revi, ich habe dir jetzt ein Bild geschickt, wie ich den Bauernhof bauen möchte. Hab's gesprengt, Max. Glaube ich dir nicht. Darf man nicht. Ist wirklich ein Loch drin. Er hat hier einen Honigball gesprengt. Ja, zu Recht. Wertvoll.
Digga, Kevin, wirklich. Meinst du nicht auch, dass du ein bisschen zu weit gehst in letzter Zeit? Wieso? Was mache ich denn? Ja, guck doch mal, was du hier gebaut hast. Ja, ich tu das Rohr ja wieder abreißen. Es ist ja nichts kaputt gegangen dabei. Jetzt mache ich dieselbe Nummer wie Revi. Spark wollte ich nicht. Und ich bin auch das Rohr am Abreißen gewesen. Es ist nichts kaputt gegangen dabei. Damn. Der totale Craft-Attack. Ja, jetzt mache ich dasselbe. Jetzt mache ich dasselbe. Ich bin auf G-Time-Seite. Halt, Maul, Max. Natürlich bist du auf G-Time-Seite. Theater gemacht? Nein, ich habe gesagt, ich will das nicht, Revi. Das ist auf deiner Scheiße gewachsen, Trimax. Das ist alles deine Schuld. Ich habe gar nichts gemacht. Kevin hat mich noch nie so abgefuckt. What the fuck? Ja, ich fuck dich auch die ganze Zeit deswegen ab, weil deine Zuschauer sich wegen jeder Kleinigkeit aufregen, Revi. Reiß es ab, sonst bring ich dann die Feuerzeuge. Okay, was wird abgebrannt? Der Wald. Halt's Maul, Martha, du bist da ausgefuckt. Du hast nichts mit mir zu tun. Ich weiß nicht mal deinen Nachnamen. Spark hat den Wald angezündet. Das finde ich gut. Wie geil, dass Spark mitmacht einfach mal zum ersten Mal. Ich stehe hier oben auf der Pipeline. Ich habe schon mal gar nichts. Ja, das Feuerzeug hast du aber ein bisschen, ne? Kevin, jetzt lass uns das zusammen abreißen und gut ist. Du hast deine Sachen wiederbekommen. Mein Gott, Alter, Kevin. Ja, Kevin, jetzt mach doch einfach hier. Guck mal. Weg. Au! Aua! Aus welchem Grund denn? Oh, Leute. Ja, ich hab doch nichts! Hallo! Nee, die fliegen weg. Ah! Ah! Was er liebt! Halt's Maul, das hast du auch gemacht! Digga, check dir, was ihr mit mir macht. Das ist einfach Mobbing. Das ist Cybermobbing. Wieso? Ich hab's doch abgerissen, Revi. Ich hab gerade gesagt, du willst das nicht? Okay, dann reiß ich's ab. Hab ich jetzt gemacht. Ey, Jungs, jetzt mal ganz ehrlich. Guck mal, das Ding ist ja, es ist ja immer alles lustig und so, ne? Ja. Meistens, ja. Aber überleg mal, du kommst online und du hast einen Wizard im Haus stehen, weil Pat es so dumm ist, die Schaltung zu bauen, zum Glück nicht gezündet hat. Die hat jemand was von deinen Bauwerken gesprengt und dein PC wirft die ganze Zeit ein USB-Gerät aus und ein und bei dir im Haus ist eine Pipeline. Und warum hat Trimax das Ganze gebilligt? Wieso hast du hier die Idee reingegeben? Max ist nur getriggert, weil ich ein größeres Ding bauen will als er. Du wirst niemals, ey, guck mal. Hey, was für eine Idee? Also Max hat ihr mit du bist der Max. Was sagst du? Ich kann nichts Größeres bauen als deinen schmutzigen Schmutz-Schmutz-Golem. Komm mal her. Alter, ey, das ist die Idee. Ich baue einen Schmutz-Golem. Halt's Maul, Kevin! Halt dein Maul! Einen Dirt-Golem. Nein! Ja, ist schon groß, Max, aber to be honest, also es gibt schon krassere Sachen. Nein, also, jetzt mal ganz ehrlich. Ich werde jetzt dieses riesige Bauprojekt planen, Max, und ich werde dich hochnehmen damit. Hörst du? Ich werde was Krasses bauen als du. So, ich werde jetzt den riesigen Bauernhof hier unten beginnen. Mann, Alter, ich drehe einfach. Ich bin gleich wieder da. Digga, ich werde dir so hochnehmen. Ich werde dir so hops nehmen. Ich hab ihn. Ich hab ihn auf frischer Tat ertappt. Ich werde mich jetzt bei der Projektleitung ganz kurz beschweren. Spark of Phoenix, Gamers Time, strippt meine ganze Mauer. Der macht Restling mit der Axt auf die komplette Mauer, nur um mich zu triggern. Revi, ja, ich mach hier gerade was, ja. Hör auf! Lass die Mauer in Ruhe! Nein! Lass es! Runter von meinem Grundstück, Hausverbot, du darfst ja mein Grundstück. Ich will nicht, dass es doch mein Grundstück ist. Lass es doch! Du hältst die Stellung, Gumatra, ja? Versprochen? Ich gehe AFK, ja. Du versprichst es mir. Okay, Revi, du hast jetzt weiter angegriffen. Das war ich hab Zeit, daneben geschossen. Nein, ich will nicht kämpfen. Dann muss ich jetzt los. Ich will nicht kämpfen. 9. Ich möchte nicht, dass du mich tötest, wenn du mich tötest. Okay. Es ist jetzt 9 Uhr. Ich habe keinen Bock mehr wegen dir, Kevin. Ich steck das dir jetzt in den Arsch, das TNT, Kevin. Nein, wenn nur ein Arsch gesprengt werden darf, dann der von Trimax. Och, Mann. Oh. Lass nur die arme Höllenbiene. Oh. Soll ich die jetzt komplett sprengen, Kevin? Was, die Höllenbiene? Nein. Guck mal, die Biene ist das Wahrzeichen von unserem Viertel. Gib mir Pfeile. Spark, gib Pfeile. Gib mir Pfeile. Spark! Nein, Spark, wenn du dem Pfeile gibst, dann bist du quasi Du bist es selber schuld, Kevin. Wieso hast du meine Mauer gestrippt? Mann! Ich werde es euch sowas von zeigen. Glaubt mir, das Bauprojekt, was ich hier vorne mache, das wird alles, was ihr jemals in eurem Leben geleistet habt, in den Schatten stellen. Gerade diesen Trimax hier, Mann. Dieser hässliche, unglaublich beschissene Honig-Golem mit dieser Farm, die mein Grundstück zum Lecken bringt. Kevin, bist du dabei? Ja. Nur um Trimax in den Schatten zu stellen. Ich baue die Ländereien hier vorne. Die werden richtig sehr, sehr geil. Und Kevin, ich mache dir ein Angebot. Du darfst im Burghof einen mittelalterlichen Subway haben. Einen mittelalterlichen Subway? Du darfst einen Subway. Nee, dann baue ich wirklich so eine mittelalterliche Bäckerei oder sowas. Ja! Geil. Spark, du bist auch down? Ich bin da sowieso down. Überlegt mal, wir als komplette Gruppe, wir haben noch nie mit so vielen Leuten was so Riesiges gebaut. Noch nie. Finde ich gut. Das gibt nochmal richtig Schwung hier. Das wird so krass. Da machen wir uns morgen an die erste Besprechung dran. Und ich rede dann morgen nochmal mit Andy und Rotpilz oder vielleicht heute Abend sogar noch, wenn die kommen, dass wir hier einen Plan ausheben und schon mal abstecken, wo was hinkommt ungefähr. Und dann kann jeder seinen Teilbereich quasi einfach gestalten. Versteht ihr? Sowas finde ich gut. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Und wir werden Max damit so in den Schatten stellen. Dieser Honig-Golem mag krass sein. Pockwatz wird so unglaublich big.